Superdosen-Intro auf Doom! Oh yeah, und damit hallo liebes Publikum. Willkommen bei Super Mario Bros. 3 mit dem Captain aus der Kanchos Corner, der sich Energie geholt hat, damit wir endlich Welt 7 schaffen können. Wow, er geht direkt in meine Blutbahn. Und der Failout ist auch wieder high. Jawohl, und jetzt geht's auf, hier bei diesem lustigen Level mit den Wolken im Himmel. Wow! Und es sind keine Zwiebeln diesmal. Nein. Es ist kein Zwiebelhimmel. Zwiebelhimmel, oh. Das zwiebelt aber ganz schön. Ja. Fuck, ja. Hey, bei dir funktioniert's auch. Ja, die ist einfach für immer weg. Das glaube ich nicht, aber... Na gut. Stern! Ach! Wow. So ein. Ah, stimmt. Den habe ich voll vergessen. Ich habe die totale Panik bekommen. Das hat man gehört. Oh Gott, ich bin nicht für sowas geschaffen. Super Mario? Was, ey, da passt er doch durch. Na. Ja. Ich kann nur noch, ich weiß auch nicht. Jetzt kannst du ja Level 1 machen und dir dann das... Ah nee, du kannst dir direkt... Ah nee, das Item habe ich ja schon. Wobei, doch, du kannst ja Level 1 machen, um das Item abzugreifen. Ich marschiere einfach durch. Bitte stirb nicht. Ich mach Mancha Run. Oh nein. Das andere Level ist kacke. Ja, aber der Mancha Run ist nicht besser. Naja, Man muss ihn nur richtig machen, glaube ich. Ich wurzel für dich. Hä? Achso, I root for you. Ah, so ein Nonsens. Oh, der war gut. Ja, nice! Jetzt ist es ein Kinderspiel. Ja, ist es auch. Was sagt er? Er macht einen Mancha Run. So. Ja, nice. Das heißt, ich muss nicht irgendein anderes Schusslevel machen. Shit! Knapp daneben. Goddammit. Sonst hätte ich 5 Leben bekommen. Aber weil du diesen einen Sprung so gut geschafft hast, wo du quasi durch 2 Röhren fast durchgejumpt bist. Richtig. Hast du so viel Zeit rausgeholt, um es zu schaffen. Das ist wirklich wichtig. Man darf nicht gegen die Röhren oder auf die Röhren springen, sondern man muss wirklich durch die Röhren durchspringen. Ja. Und wenn man das hingekriegt hat, dann ist das so diese kleine Sekunde, die man dann braucht, um sich schnell den anderen Stern zu holen. Richtig. Magst du mir die Karte da übrig lassen, dass ich... Ja klar, du musst ganz viele holen. Ich mache jetzt hier Level 9 und dann... Ach ja, das Röhrenlabyrinth. Das waren ja nicht ganz so schlimm. Vermutlich nicht. Oh Gott. Vermutlich nicht. Here we go. Na gut, wer kann schon damit rechnen, dass du in den ersten Goomba reinrennst? Ich bin nicht reingerannt, er ist auf mich draufgesprungen. Okay, touché, touché. Geschwoben. Kontrolliert abgestürzt. Oh nein. Oh nein. Okay, beim letzten ist es wirklich da, wo du klickst, das nimmt er dann an oder so. Mhm. So wirkte das jetzt auf mich. Da, wo du klickst. Na, in dem Moment, wo du klickst, was da für ein Symbol unten ist, anstatt dass du halt vorher klicken musst. Ja. Ist ganz komisch. Wieso? Wieso er jetzt bei mir nicht da ist? Ja, wieso er jetzt da kommt irgendwo. Ich kann's dir echt nicht sagen. Stimmt, hier war es nicht. Ich muss ja sogar da oben lang. Weil jetzt ist er ja nicht mal hier auf der Ebene, jetzt ist er da oben. Kommt immer drauf an, wie er springt, glaube ich. Ach, komm schon. So ein Käse. Genau, dann war das hier. Ich glaube nicht weiter oben lang, sondern hier unten jetzt, oder? War es nicht irgendwie ganz nach rechts? Ja doch, ja stimmt. Also nicht ganz nach rechts oben lang, sondern hier jetzt dann. Ganz rechts war, glaube ich, irgendwas Cooles. Also naja gut, da war wahrscheinlich nur ein Item, aber... Nee, da war glaube ich nicht so viel. Ich bin mir aber auch jetzt nicht ganz so sicher mehr. Ist schon wieder eine Weile her, aber das sagen wir ja ständig. Ja, nicht wahr? Das ist quasi... Unser Catchphrase. Können wir auf ein T-Shirt drucken. Es ist schon lange her. Oh. Da ist ein Item drin. Nice. So. Nice Item. Damit komme ich gut durch die Mancha Run. Hä?
Nein, den müssen wir jetzt nie wieder machen. Jinx, ja. Jinx. Ich klopf auf Oberarm. Oh Gott. Oh nein. Ja, ja, alles gut, alles gut. Naja, nun. Ich wusste ja, wo es lang geht. Ich wollte nur noch mal noch ein Item suchen. Nee, wirklich. Definitiv. Aber das ist ja hier auf dem Weg. Das ist da in dem Block drin. Boom. Siehst du? Ich dachte, der Block war noch woanders. Das war jetzt das Einzige, was mich da aufgehalten hat. Und da ist schon der Ausgang. Alles in Ordnung. Man darf nur keine Panik schieben. Ja, pass auf. Ah! Und jetzt kriege ich natürlich den Pilz. Leck mich, Spiel. Leck mich einfach, auch wenn du keine Zunge hast. Ich habe den Timer natürlich nicht angemacht. Ich habe zwar die Minutenzahl eingestellt, aber den Timer nicht angemacht. Kein Problem. So, jetzt mache ich schon das Castle hier. Mhm. Oh, fuck my life. Ist nicht gesprungen. Kam da gerade in dem Moment die Erinnerung zurück, ja? Ja. Yeah. Das meine ich, an dem sind wir bisher noch nie vorbeigekommen. Ja, bis jetzt. Logischerweise. Ja, wieso? Wir könnten ja auch. Ja, aber dann wäre es ja kaputt. Ja, stimmt. Da hätten wir links das Schloss offen. Ja. Deswegen, das ist das Einzige, was wir jetzt noch schaffen müssen. Dieses Castle. Machen Safe State. Ist mir egal. Da wird sich jetzt einfach niemand drüber aufregen müssen. Ich hab keinen Bock, das die Level nochmal machen zu müssen. Fuck you. Wollen wir das jetzt wirklich mit dem Safe State der Schande machen? Wir gucken mal. Okay. Das ist unsere Wayback Machine. Okay, verstehe. Hm. What? Nein, ich weiß nicht. Hast du nicht noch einen? Was? Ein. Du bist doch gerade noch feuerblumentastisch unterwegs. Nee, das habe ich gerade verkackt, als ich das Level versucht habe. Ach ja. Ich kann auch einfach versuchen, also nee. Ich kann auch einfach mit der Wolke über dieses Castle. Moment, wann? Was denn? Du bist doch gerade mit einer Feuerblume aus dem letzten Level rausgegangen. Ja, aber ich habe schon einmal verkackt wieder. Was in dem Castle-Level. Hä? Ja, ich bin einmal runtergefallen in die Lava, okay. So wie du. Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Ich kann versuchen, ob mit der Musikbox da unten die Pflanze weggeht. Dann kann ich theoretisch mit der Wolke über dieses Midway Castle rüber, um dann zum Schloss zu kommen, damit wir die fliegende Festung haben. Okay. Dann kommt der wahre Horror. Ich habe gerade ein Safe State gemacht. Irgendwo im Mittelfeld ist. Okay, nee, der ist. Sowas. Der wurde eingeschläfert. Bam. Wow. It's terrible! The king has been transformed! Please fuck the magic wand! Was? Please fuck the magic wand? Feind! Ich schwöre, das hast du gesagt. Du verstehst nur das, was du sagen, willst, genau. Ja. So. Ich soll dich mal. War doch voll einfach. Reinigen. Weiß gar nicht, was wir. Das kommt mir bekannt vor. Das fliegende Castle kommt mir aber auch sehr bekannt vor. Aber wir haben es bisher noch nie bis dahin geschafft. Ja, das war beim anderen einfach aus so ein Drehding. Ja. Okay. Wo ist der Flieger hin? Oh, immer noch da unten. Aber die Musikbox läuft noch. Cool, aber ich bin jetzt hier eingesperrt. Yo. Dün, 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 dün. Der muss sowohl über Mancha Run schaffen oder eben das Level. Leider. Bitte? Ich dachte nämlich auch, dass das Castle jetzt irgendwie durch die Gegend fliegt. Das fliegende Schloss. Aber ich weiß nicht, warum der jetzt mit der Festung nicht weiter weggeflogen ist. Das weiß ich auch nicht. Oder ist das wahrscheinlich, weil wir das Midway Castle davor nicht geschafft haben? Dass er deswegen nicht losfliegt. Ich kann es dir nicht sagen. Das wäre ja mal mega kacke. Der hätte sich das jetzt gar nicht gelohnt, was ich gemacht habe. Naja, dann lad den Safe State. Sobald wir das verifiziert haben. Doch. Was ewig dauert. Und uns an die Position zurückbringt. Ja. An der wir bereits waren. Weil wir haben ja gezeigt, dass wir bis hierher kommen. Ja, total. Vor allem ich. Das ist ja egal. Das ist ein Gruppeneffort. Das ist jetzt nicht... Ja.
There is no I in Team. Das ist ein Gruppen-F-Wort. Genau. There is no I in Team. Because we're all blind. Oh Gott, was mache ich denn? Warum springe ich denn noch in die Pflanze rein? Das ist doch dumm. Das ist einfach das Gesetz der Serie. Hui. Und hoch da. Und Coopers. Jo, funktioniert auch, wenn man klein ist. Sehr schön. Yeah, Stirn! 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 Oh. Gespuckt. Stirn! Oh nein, die Musikbox ist aus. Das heißt, da unten, dieses Mancher-Ding müssen wir auch theoretisch auf jeden Fall machen. Na, wie schwer kann das schon sein, ne? Naja, wenn wir das Castle durch haben, ist das nicht das Problem. Da haben wir unendlich Anläufe für das Scheißding. Ja, naja. Naja, ja. Ist halt so. So, jetzt hol ich mir erstmal das Item. Okay, also das mit der Musicbox, das war vielleicht verschwendet, genauso wie die Wolke, aber ich wollte jetzt für die Itemhütte kein Item einsetzen. Warum nicht? Naja, weil Toad kann man auch klein killen. Yeah! Nice. Die Blätter sind gefallen. Yeah. Das sagt man doch nicht so, oder? Was? Das Blatt ist gefallen? Die Blätter sind gefallen. Sagt man das so? Nein. Eben. Die Blätter fallen. Fallen wir aus fernen Gärten? Das Blatt, die Hand wurde gelegt? Nee. Nee, das so. War gerade Rilke. Was für ein Rilke? Wer ist Rilke? Rilke, das ist ein deutscher Dichter. Okay. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe das mal für ein Video gefragt, habe ich das Gedicht vorgelesen, während ich auf Holzstämmen saß. Ah. Und es ging los mit, oh, hallo. Ich habe sie gar nicht gesehen. Echt? Super. Ja, und dann habe ich angefangen, das Gedicht zu lesen. Ah, wundervoll. Ja, warum hast du das Gedicht? Was war deine Motivation? Das war ein Videoprojekt über den Herbst. Okay. War einfach Aufgabe der Videogruppe. Ich wollte gerade sagen, war das dieselbe Videogruppe, über die wir uns kennengelernt haben? Nein, das wüsstest du dann. Das war noch während meiner Ausbildung damals. Das wüsste ich dann. Ach so, du meinst, dann hätte ich es gezeigt bekommen von... Ja, wahrscheinlich. ...unsere Anleitung. Du warst quasi Teil der Gruppe 2, 3 Tage, nachdem ich Teil der Gruppe war, also... Ah, okay. Ich dachte, du wärst schon viel länger dabei gewesen. Nee. Warum auch immer. Wow. Und was war mit unserem... mit den anderen beiden? Die waren schon vor dir da, oder? Welche anderen beiden? Ach so. Nee. Die sind auch erst irgendwie... Ja, das ist alles irgendwie so... Einfach entstanden. Genau. Okay. Die Organisation hat... Ja. Kommen wir nicht durch. Ja, weil ich das Level nicht geschafft habe, weil ich gerade verkackt habe. Das heißt, ich muss das Level jetzt schaffen? Ja. Kommt man nicht durch. Nur nicht so enthusiastisch, bitte. Oh nein. Ich sterbe doch gleich hier schon. Alter Maul! So. Nee, tust du nicht. Oh, jetzt hast du mir was mehr reich zu befehlen. Ich geh gleich zurück hier. Mann! Vielleicht tust du es doch. Fuck diese dämlichen Spritzen! Sprungdinge. Spritzen? Nochmal auf den Arm geklopft oder was? Ja. Mann, ich bin. Ach. Nicht der Oreo. Donut. Im Gürtel des Orion. Oreos. Meine Güte. Oreos Balu, Oreos Balu. Ey, diese.
ich muss echt sagen, diese Joy-Cons, ne? Ja. Die sind für so eine Spiele überhaupt nicht zu gebrauchen. Deswegen spiele ich mit einem Pro-Controller, der hat ein D-Pad. Ja. Ich habe keinen Pro-Controller. Ich könnte mal versuchen, ob ich meinen Super-Adapter anschließen kann. Du kannst andere Controller per USB anschließen, wenn du ein Kabel hast. Ein USB-Kabel? Ja, na ich, ja. USB, ja, normales USB zu deinem Controller-Kabel halt, ja. Hm. Je nachdem, welchen du benutzen willst. Ich weiß nicht, ob nativ alles Mögliche funktioniert, aber eigentlich waren viele kompatibel, sehr viele. Okay. Also wenn du einen GameCube-Controller da hast und den Adapter für GameCube-Controller, nee, fällt mir gerade ein, den du wahrscheinlich nicht hast, weil warum auch? Bist ja nicht so ein Nintendo-Mensch wie ich. Nintendo-Mensch? Naja, du bist jetzt nicht ganz so extrem am Nintendo-Zeug sammeln wie ich, glaube ich, oder? Nee, das stimmt. Na, siehst du. Wobei... So viel weniger eigentlich auch nicht, nee. Wir beide haben, ja, dieselbe Vorliebe für Super Nintendo und für den Controller und alles. Genau. Den suche ich auch gerade. Vielleicht funktioniert er ja wirklich mit der Switch. Vielleicht war er ja da. Genau. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder! Schauen, wo ich den scheiß Adapter hingelegt habe. Das mache ich hier jetzt live. Oh mein Gott, damit hast du doch damals auch dein erstes Let's Play aufgenommen, ne? Ja, nach einer Zeit, ja. Unglaublich. Die ersten zwei sogar. Und wow. Little Big Adventure. Wow. Wie sich die... Das PlayStation-Spiel, das ich mit dem Super Nintendo-Controller gespielt habe, wo ich irrsinniges Mapping betrieben habe. Nein. Aber es war ursprünglich für Super Nintendo geplant gewesen. Na, dann war ja alles richtig. Tja, aber weiß der Geier, wo ich das Kabel hingelegt habe. Das ist wahrscheinlich nicht in meiner Controller-Kiste. Weiß er nicht, ich habe verkackt und es macht keinen Sinn. Hier ist ein Xbox-Tentakel. Oh, das heißt, ich muss weiterspielen. Okay. Ein Xbox-Tentakel? Was spielst du denn für Spiele? Ah, ich verstehe. Day of the Tentacle. Ja. Emuliert auf der Xbox. Fuck, oh Gott. Wie war das denn? Ja. Kann man das mal in Slow-Mo zeigen? Ich glaube, der ist einen Block hochgeglitscht und ist dann über dich rübergesprungen oder so. So sah das für mich auf jeden Fall aus. Das ist absoluter Irrsinn. Black. Unglaublich. Während dieser Aufnahme, was die vierte Session mittlerweile von diesem Spiel ist und wir haben eine Woche Pause gemacht, Dead Space 3 ist immer noch nicht ganz fertig. Nee. Was war eigentlich mit der einen Folge los, wo hier in der, wo Kavas Traumwelt war? Ja. Das war die absolute Filler-Folge, oder? Die ganze Folge nichts passiert ist. Ach so, wo du die ganze Zeit... Wo ich nicht wusste, dass ich den Marker kaputt machen muss, ja. Schon, ja. Das war ja grauenhaft. Aber du hast ja gesehen, bei mir ist auch nicht viel passiert. Ja, das war ja... Mann, wenn dieser scheiß Notenblock da nicht wäre... Aber du hast auch mittendrin irgendwie 5 Minuten nur da gestanden, nichts gesagt, nichts gemacht. Ich bin hier eingeschlafen. Denn ja, ey, was ist denn da jetzt? Ja, ich bin hier halt sicher, ne? Ja, toll, aber hier passiert auch nichts. Deswegen, das ist auch, beim ersten Mal dachtest du wahrscheinlich, ist es da nicht wirklich viel passiert. Beim ersten Mal hast du nämlich auch irgendwie zugehauen oder sowas alles und versehentlich den ersten Marker getroffen bei deinem ersten Traum, wo wir da durchgegangen sind. Ja. Da bist du zum Marker hingegangen und hast, glaube ich, einmal zugeschlagen oder so. Und ja, da bist du dann aus dem Traum raus gewesen und du hast es gar nicht mitgekriegt, weil du dachtest, du haust auf den Gegner oder so. Oder du hast es generell nicht mitgekriegt. Da war ja beim ersten Mal war die komische Frau da von Kara und die hat dann ihre Augen aufgemacht. Und so hätte der Traum geendet. Ja, nee, ich meine jetzt beim ersten Mal, wo ich dich dann verteidigen musste, irgendwie. Ach so, ja gut, ja, kann sein. Das meine ich jetzt so. Fuck you. Aber so oder so fand ich das eigentlich eine ganz coole Sache von Dead Space. Ja, das war ganz cool. Das so zu machen. Aber es war auch eine der wenigen coolen Sachen, die halt aus dem Spiel heraus waren. Also das Spiel ist ja an sich nicht schlecht gewesen, aber... Naja. Ja, war so eine solide. Der Anfang, solide ist, der Anfang war halt ein bisschen... Ne? Irgendwie zum Ende hin ist es besser geworden. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, solide ist ein gutes Wort für das Spiel. Ja. Solide. Und jetzt ist es auch auf Steam erhältlich, nicht produktiv. Was ist denn mit der Zeit los hier?
Kann ich sagen, Level verlassen und mein Leben behalten? Ich glaube nicht. Mach mal Start Select. Start Select. Nö. Nee, sieht nicht dann noch aus. Na gut, dann. Weil das schaffe ich nicht mehr in 79 Sekunden, wenn ich wieder hier unten bin. Das glaube ich nämlich auch nicht, nee. Leider. Dibbe, dibbe, dibbe. Oh. Dibbe, dibbe, dibbe. Babababam. Badabadabadam. Bum, 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 bum. Jetzt hat er den Bogen raus. Meine Damen und Herren, er ist eine Maus. Nom nom nom. Muck muck. Ne, das war nicht so schön. Genau. Und yeah. Jetzt hast du es, ne? Ja. So, jetzt cool. Kommt noch der Koopa Jump. Ah ne, jetzt kommt erst noch das, richtig. Ja, den Block noch im Kopf gehabt. Sehr gut. Ein Block im Kopf. Ich hab eine Glocke im Kopf. Der neue Film mit Didier Hallervorden. Ah. Ich mach. Ah, der Timer macht. Ah. Und das Spiel sagt Time Up. Fantastisch. Ja. Hat gerade sehr gut gepasst. Ja, ich denke auch. Und damit wär's das mit dieser unerfolgreichen Folge von Super Mario Bros. 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, ob wir vielleicht den Safe State benutzen oder nicht. Wir wissen es noch nicht. Ja. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Macht's gut, meine kleinen Weidenkätzchen. Oh. Maul jetzt.